Ja, liebe Zuschauer, die Regenschirmfrau steht jetzt in der Buchhandlung. Ja, ein Bild, dieses Bild hier. Diese Regenschirmtante ist jetzt gerade in einer Buchhandlung zum Schauen, anzuschauen. Die Jana Lederer. Schau. Anna Lederer. Und ja, die hat ja ihre Körperform, na, bleibst du stehen. Ihre Körperform war ja so interessant. Schau. Ja. So wollen Sie mir das erklären. Anna Lederer. Ja. Hier lasse ich die Anna Lederer in meinem Bild Knocksuanes Katzi von hinten nach vorne gehen und wandern. Und ja, das habe ich auf ihrer Körperform hier im Friedensbild so bildnerisch dargestellt. Da waren wir die anderen. Jetzt hole ich die anderen. So. Ja. Was man mit der Form und mit der Farbe alles machen kann. Schau mal, das ist auch eine Regenschirmtante. So, ja. Und zwar habe ich hier praktisch ein bisschen Action Painting gemacht. Ja, schau mal, ja. Bei dieser Form, ja, und bei der. Da gibt es sogar natürlich eine andere Form. Ja, hinten, der Rückseite kann man, ist, aber hoffentlich fällt es das nicht um. So. Form und Farbe. Ja. Form und Farbe. Jetzt müssen wir mal schauen. So. Ich habe ja noch eine weitere. Diese Form gemacht. Warte mal, schauen wir auch. So, schauen wir mal, ja. Und hier, ja, da muss ich noch weitermachen. Das ist noch unvollendet, diese Seite. Und zwar ist da, habe ich die Rückenansicht von Irene Ober, meiner lieben Frau, gemacht vor ihrem Unfall, den sie hatte damals. Ja, sie wurde von einem Wagen angefahren. Gott sei Dank hat sie das überstanden. Und zwar, ja, das hat's Glück gehabt, die Irene Ober. Sie hätte vielleicht eine Querschnittslähmung von diesem Unfall haben können. Aber Gott sei Dank, irgendwie unsere Schutzengel und ihre Schutzengelfraktion, schau, hat Irene. So, Moment, da sind wir ja.
Die zwei. Ja, die. Was haben wir also noch? Was haben wir also noch? Und, Entschuldigung, liebe Zuschauer, ich tue das Kreuz so weh. Schau, da haben wir jetzt eine weitere Form. Eine weitere Form. Schauen wir mal. Ja, siehst du, da. Das ist der offene Blick mit, bei der anderen Leder. Ja, ja. Da steckt so viel drin. So. Diese Form von der anderen Linke schon mal auf der Rückseite. Und ich habe mal wieder damals Jackson Pollock, also die Methode, die Maltechnik von Jackson Pollock angewendet, so mit dem Rumtropfen und ja. Der Abstraktion, die hier gegenständlich werden kann. So, schauen wir, ja, schau da. Ja. Ach, schauen wir mal. Was soll denn noch? Ja, und hier in dieser Form, schau, mache ich einen Engel, mache ich hier, ja, so, und hier ist sie ganz verschlossen, die Anna Lederer, schau, als würde, wenn sie weinen würde. Ja, und hier verschlossen ist sie. Ja. Oh, ja. So. Ja. Ja. Wann habe ich das gemacht? Wann habe ich die? Die habe ich vor 10 oder 15 Jahre gemacht, diese Bilder. Mhm. Aber wenn man es so anschaut, da muss ich da noch Details da, dieses Schloss und so. Es gibt, dass man dort detaillierter machen, besser machen. Also, schau mir, das ist, ich bin ja ein. Ja, ich strebe ja immer noch dem Perfekten, obwohl es nie ganz gelingt. Ja, das ist ein Schloss, Schlüssel. Das muss noch besser, noch realistischer sein, noch illusionsnäher. Also, jetzt hat, liebe Zuschauer, liebe Family, liebe Facebooker. Bum, 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 bum
Jiggity gong gong gong. Über den Lippen.